liebe Community, Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, Gimmadikon mit der 27. Folge. Wenn ich die letzte Folge 27 gesagt habe, war das falsch, das war die 26. Das ist jetzt die 27. So, wir haben ja jetzt das geholt. Oh, tschüss. So, gibt's hier nicht noch mehr zu entdecken? Halt, Hammer. Alles, was Geld bringt, mitnehmen. So, diese Brot kriegen auch langsam zusammen. Hier sollten wir besser wachsam sein. Ich will mal was kurz. Aha. Mal gucken, ich habe ja hier noch ein bisschen paar Materialien, die ich ja verwenden kann. So, mal gucken. Gehen wir da oben lang. Warum? Ich hoffe, hier gibt es was zu holen. Aber schon nicht so. Ach, da ist der alte. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal zum alten. Wegen den Raptoren. Dann kann ich das auch noch mal erfüllen. Mal gucken, vielleicht kann er mir was beibringen. That's what. Alter! Ich mache jetzt massig schon an Schaden. Das finde ich erstmal obernice. So. Nee, den mag ich nicht. Der tut Aua. Der tut Aua. Wir müssen früher... Und du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Mhm. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Mhm. Du verstehst dich also auf die Jagd. Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Hm. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütz. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die... Zumindest sagt mein Meister das immer. Ja. Wer weiß, vielleicht... Wo ist der Meister? Ich bin mit der Meisterin. Ach, da. Wegen der Raptoren. Hast du ihre Fährte schon aufgenommen? Wie gesagt, sie lauern in der Nähe und wechseln ständig ihre Position. Aber wenn ich die Zeichen richtig deute, halten sie sich derzeit westlich von hier auf. Die erledige ich im Alleingang. Dann setz mich noch schnell als deinen Erben ein. Egal wie stark du sein magst, das ist nicht nur gewagt, das ist lebensmüde. Lass dich überraschen. Bring mir etwas bei. Sicher. Überleben. Was nicht hier passt. Ich brauch Stahlung, eindeutig. Großartig. Hier auf dem Lager, dann machen wir mal die Mission. Die sind ganz in der Nähe.
Wusstest du. Ah. War ich schon hier? Ja, ich war hier. Na kommt. Kommt her, kommt zu Papa. Los geht's! Bringen gar nichts. Hau ab! Hau ab! Böse! Jo. Guck, guck, eure Freunde sind tot. Wir sollten nicht hier in der Nähe kämpfen, wo die anderen sind. Das meinte ich. Nein. Böse. Alter, da passe ich nicht mal einmal auf. Alter! Alter! Nein! Oh, shit. Das mit dem Drohnen ist super, aber...
Das machen wir später. Wir reisen erstmal zurück. Ja. Okay. Ja, ein bisschen noch fußkrank. Ja, ich bin fußkrank. Ich habe gerade die Trophäe erhalten, fußkrank. Ich bin fußkrank. Nein. Ah. Hilfe. Mein Fuß. Oh, wie geil. Wo steckt die eine Tüsse? Da. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Ja, okay. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Nö. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Okay. So. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Wie ich hörte, hast du einen verbotenen Handel mit einem Outlaw aufgedeckt. Respekt. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Was hat das Blau zu bedeuten? Hm? Oh ja. Gut, ja. Dann gehen wir mal hin und sagen hier dein Elex-Paket, bitteschön. Nur weil ich andere geholfen habe, werde ich dafür verurteilt. Nee, 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 du. So wird das nicht. So, guten Tag. Winkar. Wegen Kral. Ja? Ich habe ihn gefunden. Und ich habe das Elex. Ich nehme an, das Problem mit Kral ist damit aus der Welt, ja? Richtig. Nun gut. Hier hast du etwas für deine Mühen. Hast du zufällig herausgefunden, was er mit dem Elex wollte? Nein. Das ist schade. Aber die Hauptsache ist, dass er sich hier nie wieder blicken lässt. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Und was soll das sein?
Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammerclan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Okay, und was mache ich mit Orik? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Okay. Und wie soll ich das machen? Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Okay. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Jawohl. Ah, dann wollen wir mal. Ah, ein paar Missionen. Man muss hier stärker werden. Weil, im Endeffekt, ich bin, naja, nee, sag ich jetzt mal ganz so. Ein Speer erhalten? Was kann ich damit machen? Speer. Okay. So, schön brav gelandet. So soll es auch sein. Vorsicht. Die Herzen dürfen nicht kaputt gehen. Moment mal, du bist doch der Ex-Alp, oder? Woher willst du das wissen? Du solltest es vielleicht nicht so herumplärren. Jeder andere würde dir sofort den Kopf abschlagen. Hast Glück, dass nur ich es bin, der es mitbekommen hat. Immerhin hast du mir geholfen, die Mutanten zu töten. So schlimm kannst du also nicht sein. Hm. In Zukunft pass aber lieber auf, wem du was erzählst. Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Born bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht sehr aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Klappt die Arbeit mit gern gut? Was hältst du von Born? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ja, also, ja. Naja, es ist nicht immer ganz leicht. Ja. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein.
Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Dann erzähl mal. Also gut, ich erzähle dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Erzähl dir niemand alles. Werde ich nicht. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Hast du auch etwas davon für mich? Bist du wahnsinnig? Ein Setzling, der reif genug ist, um in die Welt getragen zu werden, kommt frühestens alle halbe Jahre mal vor. Der Rest schafft es nicht. Ich hatte Glück, einen zu finden, ohne dass jemand dabei war. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst? Glaub mir, wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Okay. Ich glaube, das mutiert ihn. Und das kommt nicht gut. Das müssen wir Bescheid sagen. Mit Bond darüber reden. No. Na, 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 na. Und wieder lahmarschig. Ich finde es gut, dass die Ausdauer hier schnell wieder auflädt. Ich schaffe es, Rocky. Ja, war gerade falsch, aber macht nichts. Ja, Alter. Wegen Oryk. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Ja. Ja. Sehr gut. Erzähl mir alles. Diese verdammten Idioten vom Hammer-Clan. Wie kann man denken, dass das eine gute Idee wäre? Naja, trotzdem danke für diese Information. Den werde ich mir jetzt vorknöpfen gehen. Okay. Großartig. So, damit war es das auch mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag wie immer, zucku, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamadico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.